Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge Battle Chasers Night War für die Switch. Ja, was für ein Hin und Her. Schon die letzten zwei Folgen war ich auf der Suche nach den Ersatzteilen für diese beiden Roboter hier, die wir jetzt reparieren können. Dann können wir sie angreifen und dann können wir sie abgeben bei der Jägerin. Ja, ich dachte, wir gehen einfach mal direkt ins Getümmel. Ich habe mich ein bisschen geboostet hier. Ein bisschen Angriffsstärke und wir reparieren jetzt mal die beiden. Ob das schwer wird, weiß ich gar nicht. Mal gucken. So hart kann es nicht sein. Hoffe ich. Auf Gefecht vorbereiten. Wir haben schon Schlimmeres gesehen. Bam! Na, los geht's. Ja. Ladezeiten, ne, so ein Spiel, wie gesagt, sind wirklich ein bisschen nervig. Aber das wollte Nintendo ja so. Obwohl ich gesehen habe, dass es auf anderen Konsolen nicht gerade viel schneller geht. Oder gehört habe. So, schauen wir mal. Oh, wir sind aber beide auch recht hoch, aber wie viel Schaden die auszahlt, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall ein bisschen größere Sachen auffahren hier. So, den einen betäuben wir mal. Okay. Blatt heißt der eine. Auch nicht so. Doch, das noch. Brauchen wir ein bisschen Kraft wieder drauf. Oh, und gleich ein Crit. Ah. Betäubt. Geil, dass das auch uns übertrifft, ne? Naja. Machen wir hier an, das ist Schwachsinn, brauchen wir nicht. Und ein bisschen Leben wieder. Da drin erstmal. Weiß mal ein kalt. Den hauen wir mal hier oben rein. Ich mach den Fall auf ihn. So. Oh. Sorgen hier. Also kein harter Kampf. Ich dachte, es dauert ein bisschen länger, aber naja, egal. Rabatz ist schon mal kaputt. Blatt auch. Okay, die sind aber auch 4-5 Level unter mir, ne? Muss man auch mal davor halten, also. Ein bisschen Erfahrungspunkte gab es ja. Rabatzbank drum, Rabatzfabrikern, okay. Schönes etwas, was wir abgeben können. Kann sie nicht mehr reparieren, okay. Gut, gehen wir zurück und besuchen die Jägerin. Guck mal, wie der nächste. Vielleicht können wir uns den nächsten Gegner noch vornehmen, den es da gibt. Wenn wir den haben, dann sind wir, glaube ich, auch gut vorbereitet, um endlich mal die Zwingburg zu bezwingen. Glaube ich. Ich sind wir jetzt schon gut vorbereitet, aber macht vielleicht Sinn, da nochmal vorbeizuschauen. Yes, verlassen das Gebiet. Kalt heute Morgen. Bei uns ist es heute, das ist der 25.09. Bei uns ist heute 5,5 Grad. Zumindest war es, als ich heute Morgen zur Arbeit gefahren bin. 5,5 Grad, was echt kalt ist. Das ist wirklich Richtung Winter. Was auch sehr nervig ist. Aber was soll man machen? Der Winter kommt. Winter is coming. Halt er mich auch nur die Lebkuchen von Aldi und Lidl auf. Gerne Herzen, Kringel. Das Beste, was man machen kann, wenn man spielt. Gerne Herzen, Kringel essen. So, bevor wir weitergehen. Mit, was wir finden. Können wir nochmal hier finden? Immer alles mitnehmen, was man findet an Materialien. Machen wir es doch nochmal irgendwann. So.
Ja, wir wollen einmal zurück zum Dorf, würde ich sagen. Was haben wir denn? Ja. Belunke zur gefährlichen Wand. So. Warte, mal gucken. Gehen wir gleich zur Jägerin da oben. Und geben das mal ab. Ja, was soll dafür bekommen? Levelig war das, glaube ich, dann. Naja, als Stufe 20. Wollte nicht. Rabatzmas. Vitam. Hier schon was. Haben wir noch da so? Alte Waffe. Gucken wir das mal. Dieser Kerl ist ein weiterer Versuch, eine Todesmaschine zu erschaffen. Doch er entwickelte eigene Vorstellungen und wandte sich in Richtung Zwingburg. Bevor er dorthin gelangte, geriet er in eine Falle entlang der Straße. Wenn euch tapfer zumute ist, befreit ihn und seht, was passiert. Gewaltige aus alten Kriegskanonen ausgeschlagen und jetzt Calibretto verwendet wird, hat eine unbändige. Die holen wir uns doch, die Kanone. Ja. Auf den Weg. Auf Wiedersehen. Nee, warte mal. Kurz mal reden. Mehr Gerede. Ah. Okay. Sonne auf der Klinge. Ja. Okay, das ist ein Ranker. Kriegergruß. Aber ich sehe, deine Magie ist eigentümlich. In südlichen Wildnis regt sich der Geist eines Tyrannen und versucht zurückzukehren. Das ist doch genau dein Ding. Hier, unsere Mittel sind verschieden, aber ich erkenne einen Krieger, wenn ich einen. Halt ihn auf, dann können wir reden. Ich kann dir helfen. Südlich noch hier. Leute, alte Krieger, wenn einer deiner Art ist. Weniger friedlich. Mehr Gerede, gute Jagd. Wir gehen uns zur Zauberin. Die Flamme brennt noch. Ja, okay. Hier hatten wir schon gemacht. Oder sind wir schon dabei? Ja, dann lass uns doch. Dann eilen wir jetzt zur. Wir machen einmal kurz Übernachtung, damit wir das voll regeneriert sind. Und danach machen wir uns auf zur Burg Zwingburg wieder. Was dagegen, wenn ich mich setze? Würde das etwas ändern? Nö. Wenn du einen Saufkumpan suchst, versuch's bei Knolan. Er ist wahrscheinlich noch unten. Auf keinen Fall, nicht nach dem letzten Mal. Wie sich herausstellt, er hat, vertragen sich Magie und Schnaps nicht so gut. Was denn? Mehr Gespräche über die alten Zeiten? Witze darüber, sich ein Zimmer zu nehmen? War kein Witz. Ich bin wirklich nicht in Stimmung. Bleib locker. Ich will mich nur kurz setzen. Feuer mit einem meiner ältesten Freunde teilen. Meins mit deinen einzigen Freunden. Das ist das Netteste, was du seit langem zu mir gesagt hast. Ich bin froh, dass du. Meine Rede, wenn ich mir jemanden aussuchen könnte, mit dem ich auf einer monsterverseuchten Insel festsitzen wollte, würde ich dich. Wir sind doch beide. Wenn du hättest gehen wollen, wärst du leck. Sei vorsichtig, das klingt ja beinahe wie Dankbarkeit. Erzähl deinen Freunden nichts. Sie könnten anfangen, mich zu respektieren. Wir sollten etwas schlafen. Sicher gleich. Jetzt lass uns erstmal hier sitzen. Nur zwei Kinder, die ins Feuer starren. Ha! Wie in alten Zeiten. So, aufgewacht. Der Hahn kräht. So, wir gehen zurück zur Burg. Hier in den Mooren finden wir ja auch einen von seinen. Hat südlichen auf. Ja, gehen wir erstmal in die Windstation. So, und da sind wieder die Einis da oben. Aber wir setzen dann schon mal fort. Einfach mal, um zu sehen, ob wir da. Vielleicht können wir den auch jetzt schon bezwingen, aber es müsste ja auf jeden Fall noch was. Obwohl, ne, er ist in eine Falle geraten auf dem Weg dorthin, ne? Naja, ich probiere trotzdem mal kurz ihn zu besiegen. Den Boss. Wenn es nicht klappen sollte, klappt's nicht. Wenn doch, können wir froh sein. Dann hätten wir jedenfalls zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Alle Helden K.O. Ich wurde zwei, dreimal schon gefragt, warum ich mich da nicht zeige. Warum mache ich da nicht so einen Greenscreen oder so? Tatsächlich habe ich Greenscreen, alles zu Hause. Und habe auch mal ein Video so gemacht. Ich merke allerdings selber, dass ich nicht dafür gemacht bin. Also ich merke selber, ich fühle mich nicht wohl dabei, wenn ich mich die ganze Zeit selber sehe noch. Beim Spielen. Das irgendwie nervt es mich. Das lenkt mich ab.
Deshalb habe ich das rausgenommen und mache es auch nicht wieder. Vielleicht mal irgendwann beim Stream, wenn man sich mal so per Chat mit Leuten unterhält. Aber beim Spielen werde ich es nicht. Weiß, es wirkt als persönlicher. Leute wollen das gerne sehen, aber was will man eher sehen? Warum guckt man Let's Plays? Klar guckt man Let's Plays, um auch den Menschen dahinter kennenzulernen. Das versuche ich zu vermitteln, während ich über das rede. Aber es gibt auch so viele andere Sachen, die darauf keinen Einfluss haben. Also denke ich, man muss sich nicht unbedingt immer sehen. Ist nicht wichtig. Markus in dieser Spur. Das ist ein Anfang, ne? Anders. Ich weiß nicht, was das war. Ach Quatsch, jetzt weiß ich ja. Ich bin ja gleich am Anfang hier. Quatsch. Direkt reingehen. So. Dann ist er ja. Geheilt. Versuchen wir ihn nochmal zu besiegen. Keine Ahnung, ob das klappen wird. Wir haben es geschafft, die Schilde sind unten. Warte, schon gut. Wissen kann ich leider nichts mehr. Eindringlinge, ihr habt meine Untergebenen getötet. Doch Markus wird dennoch auferstehen. So. Mal weg. Sehen wir schon die ganze Geschichte. Ah ja, du wirst dich rächen, du findest es scheiße. Müssen wir durch. Aber ich glaube, wir werden ihn schon in die Knie zwingen. Ja, vielleicht nicht jetzt. Ich brauche doch mal ein bisschen bessere Waffen. Ich habe so schlechte Waffen. Dann schauen wir mal. So. Jetzt gleich mit harten Bandagen kämpfen. Hat er schon. Haben wir das anders drauf? ESV kriegt er auch nochmal. Was ich kann, damit ich wie wenig hier. Warte mal. Machen wir kurz. War nicht viel, aber ein bisschen. Okay, also. Bin ich schlecht, weil ich einen Wert am niedrigsten. Hier in der Mitte. Nochmal, dann ist sie verstohlen und wir können vielleicht danach nochmal zuschlagen. Schattenpeitsche. Das ist auch Energie. Eben. Das heißt, wir schnappen uns auch den hier. Fähigkeit einsetzen. Und zwar
Halt bei allen Verbündeten 1000 etwas. Halt bei allen Verbündeten, das ist doch viel besser. Ja, das machen wir hier. Überfall. War auf Feuertypen. Blöde ist, das ist hier natürlich nicht mehr verstohlen. Als Halter uns nochmal. Trotzdem nervt es natürlich, aber wir müssen ihn da auf jeden Fall oben Platz bekommen erstmal. Er ist der dann Halt bei allen 5413. Halt bei einer Verbündeten Erhaltung über die. Das Ziel unter der Werkmasse ist nicht. Killen wir? Ah, warte. Ja, mal machen. Weil Leute dann die Effekte weg haben. Die hauen ganz schön rein, die Effekte, glaube ich. Warte mal, machen wir anders. Ach nee, okay, machen wir doch so. So, jetzt muss ich ihn da irgendwie wegkriegen. Ich muss ein bisschen heilen, glaube ich, hier. Obwohl, wenn... Skelett. Aber da kann man was besser benutzen. Vielleicht. Auch nicht Schatzreserve. Leben wieder. Phase 2 abgeschlossen. Na super. Da wieder der Barbus, der Schänder. Okay. Das wäre nicht schlecht, wenn wir hier mal ein bisschen Leben noch mal reinhauen. Wenn wir eh so viel haben, machen wir es mal bei ihr. Kraftler, oh nee. Aber dass hier Blut vergiftet oder zerrissen ist, weiß. Bombe auch nicht. Rufen wir mal zu betäuben, das geht ja nicht. Betäuben kann man hier nicht. Betäubungsimmun, das ist nicht. Ein bisschen Leben bekommen wir immer wieder von ihm. Wenn wir, weil er ja das. Aber es hat. Oh oh. Eieiei, das knallt aber auch sehr rein dann, ne? Den gleichen Hyopreis nochmal. Das überleben wir ja nicht. Moment, okay. Yeah.
Obwohl, wir warten noch. Einmal heilen ein bisschen. So, können wir einen betäuben, wenn wir haben. Bei allen verbunden mit 13. Also heilen. Soll rein, das ist so. Wie viel Schaden das abgibt, aber. Naja, ein bisschen was Schaden kriegen die. Und nachhaltig auch nochmal. Da oben noch? Der ist schon toll. Dann vertäuben wir mal hier unten. Oh oh. Bei jedem Gruppen machen wir kurz wieder das. Ein bisschen Leben reinbekommen. Bringt mir ja nichts, wenn einer stirbt von denen. Ist auch betäubt. Okay. Jetzt müssen wir aber mal die finnischen Leute. Schon wieder ein bisschen ausgeglichener aus. Sollen wir den anderen erstmal überleben geben? Weil sonst wird das nicht. Okay. Egal. Welle abgeschlossen. Schänder wieder. Da müssen wir trotzdem ein bisschen Leben reinhauchen, weil das wird das alles für nichts. Ein paar Crits. Ja.
Nein, fahr doch schon wieder ab. Das ist doch ätzend. Das ist doch wirklich ätzend. Das schockt auch nicht mehr. Das schockt wirklich nicht mehr. Jetzt kann ich auch das erste angreifen. Die werden natürlich meinen Calibretto töten. Oder wenn er Glück hat. Weg. Ätzend, ätzend ist das. Aber ein langer Kampf, aber auch mal ein herausfordernder Kampf. Also für dich. Oh oh. Scheiße. Kalibretto. Wir wollen retten jetzt. Ja, okay, können wir mit ihr natürlich nicht so viel machen. Obwohl, habe ich nicht irgendwas, was ich ihnen geben kann? Weniger. Bessere Sachen. Ja, kämpfen wir lieber. Wie viel hat er? 689. Gleich mal. Okay, hat er nur in sie getroffen. Heil mal auf meine. Sehr gut. So, der ist schon fertig. Weiß nicht, wer da wieder ist. Ich bin das nicht gespannt. So. So. Soll aber gleich platt sein. Das machen. Ah. Eigentlich hätten wir gerne geheilt vor, aber jetzt müssen wir halt. Müssen wir uns jetzt gleich heilen. So, Bargos, jetzt bist du dran. Keine Zeit mehr für dich. Deine Superkraft nutzen, um alle zu läutern. Damit wir auf jeden Fall diese Flammenkram weg haben und ein bisschen Energie für alle unsere, ein bisschen Leben für alle unsere Gegner. Verbündeten! So. Bargos, das war's. Wieder für Gerechtigkeit gesorgt. So, alle auf 22 hier. Mein Gott, das war auch ein nerviger Kampf.
bin noch im Leben, meinst du? Diese Linse, die der Licht besaß, das ist eine Linse des Übergangs. Das Portal, durch das Bargus gekommen ist, stellt es euch wie eine Tür vor. Diese Linse ist der Schlüssel. Was nützt uns das noch? Das Portal ist zerstört. Dieses hier, ja. Aber es gibt noch eins im Norden. Es gab keinen Weg hindurch. Bis jetzt. Warte mal. Du willst durch ein Portal dahin gehen, woher dieses Ding gekommen ist? Hast du eine Ahnung, was uns auf der anderen Seite erwartet? Nein. Natürlich nicht. So. Was haben wir? Wir wissen ja auch, wo der Übergang ist. Da werden wir noch hineilen. Aber jetzt geht es erstmal zurück. Haben wir alles geschafft. Ich freue mich. So, warte mal. Ich muss sehen, was da in dieser Uhr drin ist. Vielleicht noch Schrott wieder. Das ist nicht so viel, da wir nicht mit ihr gehen. So, wir gehen erstmal hier raus. Ja, also, wir haben Bargus besiegt, wir haben die Zwillinge besiegt. Vielen Dank fürs Zuschauen. War doch eine erfolgreiche Story diesmal. Bis dann. Tschüss.